Moin, moin, ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen in einer neuen Folge Croftopia. Und ich habe ein wunderschönes Hütchen auf. Wir wollen heute mal versuchen, hier den Turm mal hochzukommen. Eigentlich ist das ja ganz einfach. Einfach in die Mitte stellen und hoch damit. Weil da oben soll es besondere Sachen geben. Aber nach dem Intro geht's sofort weiter. Also bleib auf jeden Fall dran. Und sei gespannt. Bis gleich. Ja, so, also wir werden hier mal hochfahren in so einem Mega-Bimi-Fahrstuhl. Der sieht ja mal chillig aus, der Fahrstuhl, finde ich. Mui! Ja, guck mal nach oben. Oh, jetzt sind wir... Oh, hier darf man sich bloß nicht bewegen. So, sehr... Das geht ab. Geht das. So, The Cooper Pickaxe. Damit können wir... Oh, das sieht echt interessant aus. Interessant sieht das auf jeden Fall aus, würde ich sagen. Wir könnten uns hier aber auch... Was ist das denn alles? Das ist eine... Stonefruit, Smells the Orange. Oh, das hört sich ja mal interessant an. Das hört sich echt interessant an. Ich würde sagen, wir nehmen das. Wir holen uns The Age Evolution. Würde ich sagen, damit haben wir nämlich das auch fertig. Ja, leider Gottes, könnten wir uns jetzt sogar noch eine Pigge holen hier, würde ich sagen. Ich glaube, die holen wir uns auch hier, eine Iron Pick. Und könnten wir glatt holen. Würde ich jetzt sagen so. Also ich würde jetzt sagen, wir holen uns auf jeden Fall hier so eine schöne Eisenpick. Die holen wir uns auf jeden Fall noch. Also es ist, glaube ich, völlig egal für den Quest, was ihr da nehmt. Wow. Und hier geht's ab, oder was? Krasse Sache. So, dadurch, dass es so dunkel ist, sehe ich auch nicht, wo das hingeht. Ah, da ist noch ein Orb. Den nehmen wir mit. Den ziehen wir uns runter. No, den wollen wir auch haben hier, den Orb. Komm, 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 komm. Jut, 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 jut. Okay. Okay. Haben wir uns den Orb geschnappt. So, jetzt geht los hier. Bio. Ja, komm, nimm dies, du Ratte. Oh, genau. So, haben wir das erledigt. Fertig hier mit ihm. So, wir hätten jetzt natürlich... Ach, das haben wir ja schon equipped. Ich würde sagen, wir hatten... Was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben doch eigentlich hier was geholt. Finde ich, oder nicht? Wir haben da ein Hütchen auf. Ein Schwertchen, ein Schwert, ein One-Hand-Schwert und das hätten wir auch. Oh, hier hätten wir sogar noch ein Golem Greed Suite. Nice. Nice one, nice one. So, Build. Das können wir verkaufen, glaube ich. Das können wir mal. Gut, jetzt müssen wir mal kurz gucken, in welche grobe Richtung wir müssen. Wir müssen nach da. Nach dort müssen wir. Das heißt also, wir laufen hier erstmal wieder zurück. Völlig in die falsche Richtung geflogen. Ich glaube, wir laufen immer noch in die falsche Richtung. Ah, da geht er lang. Oh, voll verpasst hier. Voll verpeilt das Ganze. Menüchen, Menüchen, Menüchen. So, haben wir mal kaputt hier, Ding. Na, nur habt ihr mal nicht so, regnet ein bisschen jetzt hier, ne? Beschwert ihr mal nicht. Könnte schlimmer sein. So, hier. Sag mal. Oh. Wo hüpft der denn hin? Sag mal. So. Erstmal hier ein paar Golems hier töten. Hier. Paar Golems. Ich glaube, den hatten wir schon. Ja, den hatten wir schon. Ach ja, wir müssen ja ins Dörflein. Ins Dörflein. Ah, der ganze Weg laufen. Das ist wieder. Ja, hau dir mal einen Trank rein, das ist richtig. Oh, bist du eine Nudel? Du bist eine Nudel. Aber sowas von eine Nudel ist er. So, dann werden wir mal gucken. Wir müssen erstmal einen Quest abgeben hier, kurzzeitig.
Ja, wir töten mal heute keine Schäfchen, weil müssen wir nicht haben. So. Angekommen und schon regnet das nicht mehr. So, wir müssen noch hier kurz. Ich glaube, bei dem. Sag mal hier, was hast du denn? Ja, du hast Stone, du hast einen. Ja, okay. Ein Zweihänder, ja, sieht schön aus. Nee, oh doch, da war das. Da war das. Potato Seeds. Genau, davon nehmen wir 4 Stück. Die kaufen wir erstmal. Die snickern wir mal weg. So, dann verkaufen wir erstmal. Also das verkaufen wir, das verkaufen wir. Die kriegen wir wie Sand am Meer, die können wir auch verkaufen. Die Eier 8 Stück können wir auch verkaufen, hauen wir weg. Brauchen wir nicht. Milch behalten wir erstmal natürlich. Wir können auch wieder 200 Stones verkaufen und wir könnten. Ja, mehr würde ich erstmal gar nicht verkaufen wollen, so eigentlich. So, gut. Inventorchen. Wo haben wir denn jetzt die Seeds? Wir haben doch hier eben Seeds gekauft und nicht. Ich bin noch nicht Nödeldödel. Na, wollte ich doch gerade sagen hier. So. Hau mal rauf hier. Genau, unsere Kartoffeln könnt ihr denn hier bei dem Merchies kaufen. Also bei den Johnnies da drüben. Achso, wir haben ja noch 9 Mal. Ah, da können wir hier gleich. Ja, erstmal aufgeschmissen hier das Wasser und hier auch nochmal. So, kann auch mal was tun für sein Geld, würde ich sagen. So. Genau, das hätten wir dann auch. Wir haben. Ja, haben wir. Jawohl. Yes. Okay. Jetzt kennst du. Was kriegen wir schon wieder? Complete inside the most strong looking. Oh, okay. Ein Treasure Mate. Okay, eine Treasure und New Meat mit Armor. Ah, so. Okay. Coole Sache. Echt coole Sache. Achso, ja, hier haben wir ja noch die Beeren gebrutzelt. Ich weiß gar nicht, warum wir da überhaupt Beeren gebrutzelt haben. Kann man, das möchte ich auch gerne mal wissen. Ah, hier, jetzt können wir hier nämlich eine schöne Cooper Ingot craften. Also eine Iron Axt, eine Cooper Axt und eine Angel. Ui, das ist aber eine schöne Angel, ist das. Leider Gottes haben wir keinen Stein mehr. Haben wir alles verkauft, so ein Mist, aber. Ja, dafür bräuchten wir. Haben wir das schon verkauft? Hallo, ich brauche meinen Stein wieder. Nein, haben wir noch nicht verkauft. Nehmen wir raus. Kriegt er nicht von uns. Könnt ihr vergessen. Nö, 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 nö. Machen wir nicht. So hat das jetzt hier drüben funktioniert. Naja, funktioniert immer noch nicht. Das ist auch ein Gedöns hier. Was bauen die denn hier an für ein Mist? Na, hau mal ruf hier. Mann, 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 da. Also wirklich, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wer diese Technik wieder gebaut hat, ne, das möchte ich auch gerne mal wissen. So, dann bauen wir uns. Oh, Crafting. Ja. So, wir bauen uns erstmal das hier einmal. Na, hätten wir auch gleich zweimal nehmen können, ne? Finde ich. So. Oh, wir bauen. Ich denke mal. Ja, komm, wir nutzen dieses Haus hier. Werden uns hier mal ein bisschen breit machen, würde ich sagen. So, dann könnten wir. Ah, ich sag mal, wir stellen den. Passt der? Oh, nee, der passt nicht. Der passt dahin. Stell mal hin. Genau. Oh, war ein bisschen schief, aber passt schon. So, wir könnten natürlich hier Max craften, denn craften wir das auch. Das ziehen wir voll durch. Da ziehen wir voll durch, das Ding. So, dann könnten wir. Theoretisch könnten wir. Wir werden davon noch einen bauen, auf jeden Fall. Wir werden davon noch einen craften. Und dann werden wir uns noch, denke ich jetzt mal, was ist das? Nee, das brauchen wir erstmal gar nicht. Boah, hier so viel. Wo ist es denn? Wo haben wir das denn gesehen? Ey, jetzt ist das weg, oder wo ist? Ey, mach keinen Shit. Mach keinen Shit jetzt. Was ist da denn? Achso, hier eine Rampe. Eine Wand? Okay. Ein Doppelbett. Brauche ich ein Doppelbett? Oder einfaches Bett. So, wir werden uns aber noch. Ja, komm. 3 werden wir uns auch craften. So, wir werden aber hier neben. Werden wir uns den noch.
auch nochmal hinsetzen. Also das heißt, wir werden hier neben nochmal eins setzen, würde ich sagen. So. Genau. Ah, das ist wieder voll die coole Sache hier. Hüpfende Dinger. Junge, 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 geht ab mit denen. So, hi, grüß dich. Sei gegrüßt, sei gegrüßt. So, und hier werden wir uns mal... Also wir werden jetzt hier so ein bisschen... So ganz wenig unsere Base mal ein bisschen einrichten, finde ich. Hier werden wir uns mal eine Kiste hinsetzen. Und dort neben werden wir uns mal noch eine Kiste hinsetzen. Und ja gut, ja, ein bisschen getrunken haben wir, glaube ich. So. Dann werden wir hier einpacken. Also wir werden das einlagern. Die Seeds könnte ich eigentlich weghauen. Hier so eine Goblin-Waffe auf jeden Fall mit rein. Das Schild werden wir auf jeden Fall mit reinpacken. Dann werden wir The Clothes reinpacken. Die werden wir auch reinpacken. Oh, wir haben sogar Motorcycle. Stern Nummer 6. Alter, Scholli. Können wir durch die Gegend rasen, würde ich sagen. So, dann haben wir unsere Materialien ja gecraftet. Dann sammeln wir das erstmal ein. Und wir werden uns auf jeden Fall, denke ich mal, werden wir uns eine, die hat 20, die hat 50. Ich würde sagen, wir craften uns dort eine. So, und wir craften uns von der eine. Also wir craften uns hier eine Axt und eine, ja, eine... Ich würde sagen, eine Axt und eine Steinhacke. Das können wir wegpacken. Den Stick können wir auch erstmal wegpacken. Den brauchen wir auch nicht. Also es finde ich jetzt nicht notwendig. Wir werden aber dies dorthin packen und dies dorthin packen. Und kann man das equippen? Hallo? Yes. Okay, die Maschine fällt um. Das ist schlecht. Okay. Ja, kann man durch die Gegend fahren, ne? Würde ich sagen. Aber es ist halt blöd, dass sie umfällt, ne? Also. Oh, jetzt haben wir den erstmal wie hier vor der 12 gehauen. Na, jetzt gehen wir erstmal ein paar Kartoffeln ernten hier. Wir haben Hunger. So. Aber die möchte ja gerne Kartoffelseeds haben. Wie viel möchte die denn nochmal haben? 5 Stück. Na, dann gehen wir die nochmal holen, die 5. Also 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, da. 1, 2, 3, 4, 5. Gehen die erstmal kaufen. Dann gehen wir die da ab bei der jungen Dame. Hi, grüß dich. Ich habe deine Kartoffeln. Bitteschön. Ah, ich danke dir, ja. Okay, hau rein. Oh, sie hat schon wieder ein Quest für uns. Das ist natürlich voll super. Also wenn die mal Quest für uns haben, das ist ja voll Knocke, würde ich sagen. Knöckchen. So, was hast du denn für uns? Ach, sie braucht jetzt noch... Ach, sie will eine Kartoffel haben. Ja, die habe ich ja schon lange geerntet für dich. Warum nicht denn... Oh, meine Maschine zappelt. Das sind die letzten Lebenszeichen von der Maschine. So, dann haben wir hier ein Farming Post. So, wir können aber die mal verkaufen. Und ich glaube, wir verkaufen doch nochmal ein bisschen was. Aber wir könnten das und das könnten wir, glaube ich, ja, Silber. Das ist natürlich Iron, das müssen wir noch. Also das und das könnten wir auf jeden Fall ein Human. Okay, verkaufen wir auch. Brauchen wir nicht. So, wir schmeißen uns auf die Maschine. Fahren erstmal zu unserem Zentrallager, würde ich sagen. Überall gegengefahren. So, wir packen noch was in unsere Kiste. Ich würde sagen, wir packen noch ein bisschen. Also das packen wir auf jeden Fall weg. Silber, Amerit, die alten Tokens packen wir noch rein. Das können wir auch reinpacken. Und wir packen noch Sulfol drin. Sulfat drin, glaube ich, ist das. So, warum zittert denn meine Maschine? Mann, 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 was hat die denn heute hier für eine... So, jetzt sollen wir... irgendeinen Duly-Battle finden. Wo soll der denn sein? Kann mir das mal einer sagen? Da sind wir ja schon durch. Haben wir ja schon. Ah, da oben sollten wir hin. Da. Gut. Oh, ich würde sagen, fahren wir. Frage ist, kann das Ding auch schwimmen? Ha, voll krass, ey. Müssen aber so aufpassen, dass wir keine Schafe überfahren. Sonst wird hier kritisch.
Ah, ist egal. Überfahren wir einfach alles. Wird einfach alles weggeballert. Aber fliegen können wir damit nicht, ne? Das ist natürlich blöd. Ich habe gedacht, wir können damit wenigstens fliegen. Yay, aber. Können wir eigentlich die Tierchen jetzt hier überfahren? Ich hoffe doch nicht. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt nicht mit Absicht. Ich bin voll in Eile. Könnt ihr mal aus dem Weg gehen? Menschenskinder, ich will euch da nichts tun. Lasst mich doch in Ruhe. So, dann fahren wir mal hier. Ist ganz schön schnell hier, also da müsst ihr echt aufpassen. Dass ihr hier nicht so gegenfahrt. Keine Bäume oder so. Ah, ja, weg hier. Hab's eilig. Menschenskinder. Hab's eilig, hab ich gesagt. Haust du wohl ab, sag ich dir. So, dann sollen wir jetzt, ich glaube, wir sollten hier rein, glaube ich. Aber ich habe den ja schon fertig. Den haben wir ja schon gemacht. Aber gut, wir gehen dann einfach nochmal reingucken, uns das nochmal an und hoffen. So, gelandet. Sag mal. So, wir drücken mal kurz Y. Genau so muss das sein hier. Komm. YOLO. Okay, um mir fallen. Hau rein. So. Da kommt der Stein. Hui. Warum hat der denn immer noch den Eimer? Der Dussel. Hopp. So. Wo fährt der uns hin? Ah, der fährt uns auch da. Ab geht die Fahrt. So. Wir können los, würde ich sagen. So, wir können los. Wir können abfahren. Bitte. Danke. So. Los hier, mein Homie. Boah, geht hier ab, Junge. Hier geht voll die Luzi ab. Würde ich sagen. Voll die Luzi geht hier ab. So. Jetzt müssen wir noch die Beine hier unten. Jetzt aber nicht hauen hier. Ich hab das. Magic meint das alles nicht so. Ist alles nicht so böse gemeint. Wird immer nicht so heiß gegessen, wie gesagt wird. Gekocht wird, meine ich. So. Aua. Hat er mir noch hier vor der Nase gehauen. Hab ich aber den Dorte. Der verschelfen will ich dem. Der verschelfen will ich dem. Also der Dicke ist hier ganz schön heavy, baby, boovy. So. So, jetzt guck mal. Ey, dat, jetzt hörst du mal auf, oder was? Was juckt dir? Stickt dir was zu eng, oder was? Dieser Nubi. Also wirklich. Jetzt macht ihr einen auf dicken Macker, oder was? So, jetzt gehst du aber mal runter hier, wa? Würde ich sagen. So. Auch erledigt. So, hier kamen wir ja nicht weiter, genau. Hier kamen wir ja nicht weiter. Oder? Ah, sieht auch komisch aus hier ein bisschen, würde ich sagen. So, hier unten haben wir ja alles geplündert gehabt, genau. Hier waren wir ja schon. So, und hier sind Stücke abgebrochen. So, das heißt also, wir müssten jetzt theoretisch und praktisch weiter nach oben. Na gut, ja, dann gehen wir weiter nach oben. Ups. Das Old Rack noch mitnehmen, hier würde ich sagen. Und den flitzen wir mal weiter nach oben. Ah, da kommt ja jetzt gleich wieder die Bauinsel. Habe ich ja gar keine Lust drauf. Die sind immer so schwer. So, hier dürfte ja nichts mehr drin sein. Das haben wir ja schon abgearbeitet. Ja. Genau, das haben wir ja nur schon abgearbeitet. So. Wer bist du denn? Wow. Okay, ich glaube, wir sollten erst die beiden dicken Mokel da wegballern. Weil die gehen uns ganz schön auf den Zeiger hier.
So, komm. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah, nö. Okay, der ist weg. So. Komm mal her, hier. Ah, diese Magier nübelst du. Genau. So, der erste ist schon mal weg. Oh, jetzt zauber dich doch nicht weg hier, du kleiner Louis, du. So, Bratbanane. Was war für dich? So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben die Dinger verkauft. Tja, wir haben sie nicht gecraftet. Wir haben sie nicht mehr im Inventar. Das ist schlecht, 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 denke ich mir mal. Kann man die jetzt wegkaufen? Ja, kann man. Equippen. Genau, wenn wir uns mal ein bisschen Holz organisieren hier, denke ich mal. Nur mal gucken, ob wir uns hier mal kurz ein Dings hinstellen, gleich ein Crafting-Table, würde ich sagen. Und ob wir uns die Dinger mal ganz kurz craften können. Weil die haben wir ja verkauft, die Jungs. So. Gut, dann würde ich aber sagen, wir gehen von hier aus nach oben gleich. Bis auf die Plattform. Würde ich jetzt so sagen. Wir equippen uns hier mal kurz. So, hau mal rein hier die Workbenches. Wo haben wir es denn? Haben wir es denn überhaupt? Ja, wir haben es. Und zwar die. Machen wir 10, machen wir 20. Craften wir mal kurz durch das Ganze, würde ich sagen. So. Die Workbench nehmen wir natürlich wieder mit. Können wir mal gebrauchen. So, die Nummer 8. So, jetzt gehen wir hier einfach hoch. Also den, wir nehmen jetzt mal den simplen Louis-Weg, würde ich sagen. Louis-Bratbananen-Weg. Sollte so eigentlich auch was werden. Man muss, glaube ich, nicht alles mitnehmen. Die Hauptsache ist, das Ding reicht doch. So. Der gerade Weg geht immer. Der läuft, würde ich sagen. So. Zapp. Oh, so funktioniert das auch, ne? Würde ich sagen. Bisschen easy gehalten, finde ich. Funktioniert alles. So. Jetzt haben wir ja das Problem hier mit dem Jungs. So. Ey, jetzt kommen die Mummeln hier rüber gemurmelt. Gesehen. Oh, das war knapp. Das war echt knapp gerade. So. Oh. Buh, yeah. Und jetzt kommt die andere Murmel gleich wieder von oben. Und wir fallen gleich wieder runter. Oh, jetzt hat er ärgerlich. Ärgerlich. So. Yay. So, machen wir auf hier die Kiste. Die hat, glaube ich, letztes Mal. Oh, Brot drinne. Sein Ernst? Oh, und ich habe echt gedacht hier. Yay. Upp. Nee, so. So, genau. Wow. Weg mit dir, doch. So, hier gibt's nichts zu holen. Ach ja, den Weg haben wir ja schon freigeschaltet. Können wir ja gleich durchlaufen, wa? Würde ich sagen. Yay. Und jetzt fallen wir. Ich hab immer noch den Eimer. Ich komme darauf nicht klar, dass ich immer noch diesen Eimer habe. Das ist ja echt der Wahnsinn. Sadi. Hi, da bin ich. Was geht? Ui. Ey, jetzt bleib mal stehen hier, ne? Du, sag mal. Du, ich wollte mal eine Frage stellen. Ach, au, au, au. Mensch, ich wollte doch nur eine Frage stellen.
Wo geht das hier raus? Kannst du mir das sagen, bitte? Oh, jetzt drehe ich mir wie im Brummkreisel. Ey, das ist jetzt dein Ernst oder was? Was ist los mit dir? So, jetzt kriegst du aber, jetzt kriegst du aber, jetzt, ne? Jetzt kriegst du aber den Popo voll hier. Oh Mann. Jetzt weg aber sauer hier. Jetzt weg aber bockig. Richtig bockig. Jetzt weg bockig wie ein kleines Kind. Dem du einen Lolli geklaut hast. Aua. Oh, die schmeiß gleich mit dem Wassereimer auf dich, du. Oh yeah. So, Shield Break. Jetzt geht los hier. Boom, baum, baum. Oh, schon wieder. Bazinga. Jetzt rennt er mich um. Aua. Jetzt habe ich aber die Nase voll hier. Hä? Wo ist er hin? Hallo? Hallo? So, jetzt zeig aber die Nase voll hier, du. Mit dir. Du kleiner. Basinger. Aua. Jetzt gibt's sicher mit dem Schwert. Ah, ich hätte mein Schild anziehen sollen, glaube ich. Ja, richtig. Passt, ne, würde ich sagen. Oh, nee. Juji. Aua. Mensch, mein Zauberhut bringt mir nichts. Geht doch. Sag mal jetzt, Mann, ne? Geht doch. Mit ihm. Bösewicht. Tut Böses nicht. So. Können wir hier nämlich raus. Aber das nehme ich auch. Also der erste Run, ja, der war wesentlich besser, finde ich. Was ich mich aber frage ist, wozu das Ding ist. Hallo? Kann man dagegen hauen? Nö. Okay, können wir raus, würde ich sagen. Können wir wieder zurück und dann können wir uns wieder auf den Weg zur Stadt machen, finde ich. So. Wer hat hier mein Moped umgeschmissen? Dem hau ich weh hier. Also wirklich. Wer macht hier mein Moped kaputt? Bestimmt hier die Beine. Die beiden Goblins. Also wirklich, lass das mal sein. Ups, durchgefahren. Okay, ich glaube, wir müssen runter, ne? War doch irgendwie so, ne? Nein, nein, nein. Okay, wir können damit sogar über Wasser fahren. Das ist ja mal cool. Das wusste ich vorher nicht. Wenn man über Wasser brettern können mit dem Moped, würde ich sagen. Mit dem Okay, alles klar. Wir können damit sogar Steine zerhauen. Jetzt wird's, würde ich sagen, kritisch. Also wenn man so mit jetzt ein Motorrad machen kann, dann wird's echt kritisch. Ja, dann hätten wir ja die Questreihen alle durch, würde ich sagen. Oh. Nee, das. Oh. Arme Schäfchen. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Gut, wir stellen unser Motorrad auf jeden Fall in die Garage, da wir ja keinen offiziellen Führerschein haben, um in dieser Welt herumzufahren, würde ich sagen. Das ist natürlich schade, ne? Das ist halt. So. Aber wir können es ja natürlich auch einpacken wieder, würde ich sagen. Ups, und eingepackt in The Rucksack. So. Achso. Nee, wir wollten ja den Quest abgeben. Menschen, genau. Jetzt bin ich völlig durcheinander hier. Und hopp, da ist sie. Hi, da bin ich. Camilla. Okay, The Great Secret hidden in the land. Okay, was ist das? Round the tower, restore the tower. Okay. Oh no, okay. Do you not. Ah, die. Ah, okay. Also in der nächsten. Würde ich sagen, nächsten Stadt. Also die nächste Stadt ist ja. Die haben wir ja schon gefunden. Die ist ja dort. Dort. Und ich glaube.
Wir könnten erstmal dahin und den könnten wir eigentlich. Ah, dann kommen wir ja gar nicht mehr zurück hier in unser wunderschönes Städtchen. Das ist ja jetzt ja ein bisschen fatal, würde ich sagen. Also das ist wirklich fatal. Und das kriegen wir. Komm, das bauen wir ab hier. Stein nehmen wir mit. Ingots nehmen wir auch mit. Also wir haben erstmal unsere Base gebaut soweit. Das heißt also, da vorne werden wir wahrscheinlich auch bleiben. Wir werden nicht großartig umziehen. Müssen wir halt ja mal gucken, ob wir den Warp-Portal immer nutzen, um halt immer in die grobe, grobe Richtung zu kommen. Weil das Laufen hier echt anstrengend ist. So, wir können jetzt hier fliegen hier mal runter. Bis da vorne. Gibt es hier noch eine Kiste? Oder haben wir die schon gelootet? Nee, ich glaube, die haben wir schon gelootet. Ist halt immer noch die Frage, was kommt aus diesem Stein raus? Weil das weiß ich halt echt nicht. Mono, sag mal. Ah, okay, wir können das also mit dem. Ah, Easy Creep. Also, das können wir auf jeden Fall verdreschen mit. Also, da ist unser Wurfportal. Das können wir auf jeden Fall kaputt machen. Jetzt endlich mal, weil wir haben jetzt ja eine neue Spitzhacke. So, hier sollte doch irgendwo ein Quest rum Eier döbel dümpeln. Wo ist denn der? Also hier können wir noch. Na. Dann machen wir kaputt. Also. Gab's nichts Schönes. Hä? Wir waren noch. Also wir wollten dahin. Ja. Ach, hier gab es ein Warportal. Menschenskinder. Jetzt bin ich völlig durcheinander hier heute. Heute völlig durcheinander. Alles ein bisschen umständlich. Wo war jetzt das Warportal? Hier war das Warportal. Da. Genau. Weil mit den Warportalen kommen wir nämlich an die Dinger immer überall ran. Und wenn wir mal gucken, unsere Stadt ist ja hier unten irgendwo und könnten wir mal dahin warpen. Aber dafür müssen wir immer bis da oder bis da und ganz schön laufen, ne, würde ich sagen. Wir hätten auch natürlich mit dem Motorrad fahren können, wäre natürlich genauso cool gewesen. So, wir sind auf jeden Fall jetzt in der neuen City. Und wir haben natürlich auch gleich wieder hier eine Aufgabe von jemandem bekommen. Das ist wieder völlig cool. Da steht sie, unsere liebe nette Camille. Camilla oder Camille. So, jetzt heißt es natürlich, tja. One Hand Sword and Iron Shield. Okay, wir müssten mal kurz gucken, das ist Z. Also bei der Waffe müssten wir echt mal gucken, das ist halt Dual Wield. Das heißt halt also, wir könnten, glaube ich, zwei Waffen tragen. Wenn ich das jetzt richtig deute, gerne wieder vierte Dual Sword. Genau, wir könnten halt zwei Waffen tragen. Wir leveln das erstmal auf Level 3, dann passt das schon. So. Wir sollten jetzt, okay, das ist jetzt ein bisschen hart, finde ich. Der Iron Shield. Und das möchte sie jetzt unbedingt haben. Ach du Heiliger, wenn man. So, können wir das hier mal hinstellen kurz. Wir müssen mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben aber kein. Nee, haben wir nicht. Wir hätten Stone bei. Aber. Tja. Ach, das Sulfat. Salpeter. Iron. Oh, okay. Eine Feder und ein Dings. Nee. Ah, wir können noch gar keinen. Wir können noch. Also das und das können wir. Das und das können wir craften. Das weiß ich. Tja, hier gibt es auch kein Warp-Portal in der Nähe, sondern nur dort. Das heißt also. Theoretisch und praktisch müssten wir wieder zurücklaufen. Ah, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, Camilla. Also wirklich, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Da du uns jetzt so dermaßen eine Mega-Aufgabe gibst, die wir so gar nicht lösen können, finde ich.
Müssen wir gleich nochmal gucken. Tja. Ich habe gedacht. Oh, was ist das denn? Oh. Nicht beißen. Beißen ist nicht. Ich mag das nicht. Nein. Nicht beißen. Danke. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir müssen ja jetzt in der groben Richtung. Da ist unser Turm. Das heißt also, wir müssten irgendwo darüber. Oha. Also wir müssten ja theoretisch wirklich irgendwo hier rüberkommen. Finde ich. Oh, da gibt es eine Kiste. Die haben wir noch nicht gelootet. Mal gucken. Oh, da ist eine Leiter drin. Tja. Das ist jetzt natürlich die große, große Rätselfrage. Wir könnten... Ja, hier gibt es bloß Silber. Das ist natürlich nicht so schön, das Ganze. Ja, ich habe das ja erst nur weggepackt, ne? Ich habe das ja eben nur weggepackt. Nur weggelagert. Mann! Hätte ich es mal mitgenommen. Müsste ich jetzt hier wieder zurückreisen. Ah, na tolle Wurscht. Würde ich sagen. Tolle Wurscht. Okay, wir müssen in die Richtung. Wir sollten mal... Ja, hau dir mal rein. Hau dir mal rein, und Ding. Genau. So, und dann haust du dir noch ein Brot dazu und eine Kartoffel. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wo ist denn? Oh. Also eigentlich müssen wir da hin. Das heißt, also dort runter. Oh, komm unten an. Da kommen wir unten an. Das schaffen wir auf jeden Fall. Hier ist ja schon unsere Base. So, und dann haben wir das dort drin gelagert. Nein, haben wir nicht. Haben wir das jetzt dort drin gelagert? Ja, haben wir. So, das ist Silber. Dann müssten wir theoretisch aber noch... Das ist natürlich. Dann müssen wir wieder den Turm hoch, glaube ich, oder was? Ja. Gut. Müssten wir auf jeden Fall nochmal zum Turm rennen. Und einmal hochreisen. Damit das sich nochmal lohnt. Wir können ja hier nochmal 4 Bup, Bup, Zap und Zap machen. Dann kann das nämlich mal wachsen. Aber wir haben gar keine Eimer. Eimer leer. Nee, hier, einmal da. So. Oh, schlecht hingestellt. So, beide. Und du nochmal. So, dann können wir das nämlich wieder anquippen. Und dann gehen wir mal wieder hoch da, würde ich sagen. Wieder hoch den Turm und Abfahrt. Ui, wir hätten den Baum hier gefällt. Also ich war's nicht, ich war's nicht, ich habe nichts getan. Nein, 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 nein. Bin unschuldig. Auf jeden Fall, muss ich dazu sagen. Weil wir sollen eigentlich, wenn ich das jetzt richtig lese, sollten wir Offer Dings machen. Also wir bräuchten eigentlich einen ja, Eisenschwert und einen Eisenschild. Davon bräuchten wir 5 Stück angeblich. Gut, müssen wir mal gucken. Ja, schön, ein Hoverboard. Das ist natürlich toll. New Item. Das ist ein Silber. Okay. Die haben wir nicht. Haben wir nicht. Gibt's nicht. Shit. Die können wir gar nicht bauen. Tja. Aber ich weiß auch nicht, warum wir kein... Müssen wir mal kurz gucken. Craft. Also wir können das aus Stein erstellen, das stimmt. Und wir können Ton erstellen, aber das brauchen wir nicht.
Und über die Workbench könnten wir. Was können wir denn über die Workbench erstellen? Stellen wir mal kurz hin hier, das Ding. Nur mal kurz gucken. Was ist das denn? Crafting Factory. Das ist ja die ganz normale Workbench. Das ist irgendwas mit Blacksmith. Created Shorts and Weapon Booth. Okay, können wir machen. Stellen wir mal kurz her. So. Und dann könnten wir noch das hier. Was ist das? Ah, das ist was anderes. Das ist eine Weberei. Das brauchen wir nicht unbedingt, würde ich sagen. So, dann halten wir die mal kurz fest. Und dann nehmen wir mal kurz die Equippen. Und wir stellen die hier mal kurz hin, den Blacksmith. Sieht ein bisschen kurios, komisch aus. Aber okay, passt schon. So, wir brauchen natürlich einen Heidi. Oh, hier gibt's einen Baseballschläger. Alles klar. Passt, würde ich sagen. Aus Holz. Wir können sogar Schmuck machen mittlerweile. Und Schilder. So, wir sollen aber... Und eine Waffe. Können wir eine Runde rumschießen. So, wir sollen also davon eins machen. Na, mal gucken. Hätten wir schon mal eins von fünf, würde ich sagen. Ich glaube, so viel können wir davon gar nicht machen. So viel Iron Ink haben wir gar nicht. Ich glaube, so viel Iron Ink haben wir gar nicht. Hätten wir drei, vier, und dann müssen wir gucken. Hätten wir vier. Und damit hätten wir fünf. Also fünf Stück hätten wir. Genau. So. Und dann sollten wir noch Eisenschild machen. Ist das ein Iron? Ja, das ist ein Iron Shield. Und eins. Ah, okay. Machen wir gucken. So, hier kommen hier Iron Shields. Dann machen wir davon noch eins. Und noch. Oh. Und noch eins. Dann hätten wir zwei, drei. Ach ja, ist das wieder schön. Ist das wieder schön. Ist das wieder schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Na nö. So, und... Hä? Da. Craften wir das auch nochmal. Das craften wir auch nochmal. Und dann hätten wir das nämlich auch durch. Soweit finde ich jetzt so an sich. Jetzt hätten wir fünf, ne? Jo. So, dann können wir den nämlich wieder einpacken und mitnehmen. Jetzt ist natürlich die große Rätselfrage, wo sollen wir damit hin? Ich glaube, wir... wir sollten dorthin. Die Frage ist nur, ob wir bis darüber kommen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Weil dafür nimmt unsere Ausdauer ganz schön schnell ab, würde ich sagen. Und wenn, dann fallen wir jetzt ganz schön tief. Und irgendwie ist das schon wieder ganz schön dunkel hier auf der Karte. Finde ich. Also wenn, dann würden wir jetzt ziemlich weich fallen. Wenn wir ins Wasser fallen würden. Ist nicht so tief. Klatsch bloß einmal. Arschbombe. Putsch. Genau. So. Ja, dann werden wir das nochmal ausprobieren hier, würde ich sagen. Und dann werden wir mal schauen, was das so wird. Wenn wir nicht gerade von einem weißen Hai angegriffen werden. Die weißen Hai wie die. Ey, jetzt haben wir uns selber keins gemacht, ne? So ein Gedöns im Bauch. Hey, 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 hey. Sag mal. Na, jetzt aber.
Ich weiß bloß nicht immer, was ich hier mit den ganzen Knochen soll von den Jungs. Also das ist ja echt mal hier. Gut, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Aber wir könnten die Fackel malen. So. Also wir sollten. Ah, hier ist schon wieder. Ah, das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das habe ich noch nicht gehabt. Kann man schnell hoch. Kann man nämlich mal. So, hier gibt es einen Pony. Nicht abhauen. Hau doch nicht ab. Ich will dir doch nichts. Ich tue dir doch nichts. Menschenskinder, du. Genau. So. Das machen wir jetzt noch fertig hier. The Keys Evolution. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die wollen alle so viele Sachen von uns haben hier. Wir müssen erstmal hier zu der jungen Dame kommen hier wieder, die uns hier voll gesüppelt hat. Hier, mach mal 5 Schwerter, mach mal 5 Dinger, mach mal 5 dit, mach mal 5 dat, mach mal 5 dit. So, Kamera, ich hab fertig. So, du willst 1, 2, 3, also du willst das. Und du willst davon 1. So. Dass man das nicht alles mit Mal reinkriegt, das ist doch zum Mäusemelksen. So. Jetzt hau ich sie gleich. Ich hau sie gleich um. Gleich ist soweit. Gleich verliere ich meine Geduld mit ihr. Oh, jetzt bin ich richtig wütend. So, hier, die Sieve, zack. So, hätten wir das auch. Dankeschön. Bitteschön. Hau rein. Bis später. The tower is strongly in material defense of from this land. Okay, also aus diesem Land. Und aus der Hilly Area, da wo wir eben gerade so in der Nähe waren, finde ich. Denke ich mal. Müssen wir, glaube ich, hin. Also, wir brauchen jetzt einen ganz schön vielen. Ja, Gedöns, würde ich sagen. Und wenn man hier so guckt, ist die Karte ganz schön voll geworden mit irgendwelchen Sachen. Heiliger Bimmer. Und dort oben ist auch eine. Okay, und dort unten und dort und dort und dort und dort und dort. Da hat jetzt überall was. Also jetzt ist voll. Voll die Karte. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall erstmal auf die Reise nach den lokalen Produkten und den lokalen Konsum-Items. Das heißt also, wir werden mal hier hinten so ein bisschen rumdümpeln und hier vorne ein bisschen was annehmen. Und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal so raushauen. Und nicht vergessen, dort oben findet ihr die Playlist von Craftopia und dort unten das letzte Video von Craftopia. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr alle nützlichen Links zu unserem Projekt. Ich würde mich verabschieden von euch. Bis zum nächsten Video von Craftopia, würde ich sagen. Also haut rein, ihr Lieben, und viel Spaß bei dem Video.